So, jetzt machen wir mal unser Inventar leer. Und wenn es dann leer ist, wenn es denn dann leer ist, dann habe ich einen Knoten im Gehirn. Was? Dann. Genau, machen wir Mammutbaum. Das heißt, ich muss erstmal so viele Bäume fällen, also Dschungelbäume anpflanzen, düngen und dann wieder fällen, bis mir die Scheiße aus dem Hals kommt. So, Kiefernsäure kommt damit rein. Unsere Kiste ist einfach so scheiße voll. Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen viel mehr Kisten. Ich glaube, ich schmeiß bald die ganzen Blumen einfach komplett raus. Oder die ganzen Blätter. Ich mache mir für die Blätter einfach noch eine einzelne, separate Kiste. Beziehungsweise nicht bald, sondern jetzt direkt. Einfach, weil es sich mittlerweile anbietet. Da brauchen wir auch keine geschützte Kiste oder sowas, sondern einfach eine ganz stinknormale Kiste. Die setze ich hier hin. Da. Wo könnte die gut hinpassen? Komm einfach hier ran. Easy. Habe ich hier so ein kleines eingespieltes Stück Scheiße. So. Die anderen können hier oben erstmal drinnen bleiben. Ich mache erstmal nur das, wovon ich ja massig habe. Das heißt, wahrscheinlich kommen dann gleich auch die Dschungelblätter da noch mit rein, weil davon werden wir auch gleich eine ganze Menge bekommen. Werden wir denn ja sehen. So, okay, dann würde ich mal sagen, Operation Baum züchten. Du kommst noch da. Linksklick oder rechtsklick? Linksklick. Wie viel schluckt denn der? Eine Fresse. Mensch, das dauert, aber wie eine Wahnsinn ist das ja. Und dann müssen wir uns da irgendwo einen schicken Platz suchen, wo dann dieser Mammutbaum auch hin kann. Weil der braucht ein bisschen Platz. Ne? Oh, jetzt sind schon gleich 4 Stück mit einmal. Das ist aber nett. Dann wird das Ganze vielleicht doch etwas schneller gehen, als ich gedacht habe. Sehr schön. Ich mach mal da einen hin. Obwohl, ich muss ja sowieso manuell züchten. Wow, das geht aber schnell. So, wo könnte er hin? Muss irgendwo ein besonderer Platz sein. Vielleicht hier vorne. Das Problem ist, ich weiß doch gerade aus dem Kopf gar nicht, wie groß der wird. Es wäre vielleicht geil, den hier zu machen. Weil das Fenster wird ja wahrscheinlich dann sowieso mit Kisten vollgestellt. Und dann machen wir hier einfach den Mammutbaum hin. Das passt dann thematisch ganz gut. Und wir verhungern. Ist ja gut. So, wie voll ist unser Inventar? Vielleicht mal gucken. Oh, geht ja noch. Du kommst nach da oben, du kommst nach da oben. Haben wir schon 6 Saplings. Sehr schön. 9 brauchen wir. Ich mach mal 10. Oder ich hoffe mal, dass wir 10 bekommen. Weil wir sollten ja auch noch ein Zettel den übrig haben, um später nochmal Bäume zu pflanzen, zu züchten. Jawohl, perfekt. Ja, sag am Bier. So, also eben wieder raus. Das ist mal eine dumme Idee, weil wir brauchen die Fläche ja hierfür. Perfekt. Ein Mammutbaum. Mein erster selbstgezüchteter Mammutbaum. So, wie gesagt, mein Problem ist, ich weiß absolut nicht, wie groß das Ding wird.
Warte mal ganz kurz. Können wir ganz kurz nachgucken. Gott, war das Passwort davon? Müsste eigentlich... Nein, Quatsch. Müsste eigentlich... das gewesen sein. So. Sehr schön. Da hinten steht der eine. Oh ja, der wird verdammt groß. Das sehe ich jetzt schon. Der wird verdammt groß. Der ist verdammt. Ja, riesig. Also und von der Schnellfläche jetzt vor allen Dingen auch. Heilige Scheiße. Oh, 7x. Ja, er wird bis zu 7x7 groß. Holla die Waldfee. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der so wie der Mammutbaum aus Minecraft wird, dass er eher hier in der Mitte breiter ist, aber der wird gerade an den Seiten breiter, weil er diese Aussucher hier immer hat. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich habe das Programm beenden geklickt. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ein bisschen Mist. Denn damit passt er auf unsere Fläche da auf jeden Fall nicht drauf. Da ist er viel zu groß dafür. Brauchen wir gar nicht gucken. Das heißt, wir brauchen ein anderes Plätzchen, wo wir den hinsetzen können. Können wir den hier... Ne, hier würde ich es aber gerne so klein laut lassen. Vielleicht an andere Ufer da hinten irgendwo? Hier würde er vielleicht hier so schön an die Ecke, also an die Kante, an die Fläche, an die Leco Mio. Hier so, genau hier, perfekt. Ja, das machen wir. Genau so machen wir das. Da kommst du erstmal weg. Und dann suchen wir uns mal ganz schön eine Fläche. Was, meine wir das mal? Scheiße. Das gute Material. Nein. Oh, die ist da nicht. Mache ich den ersten Strand kaputt? Nein, was tue ich denn da? Oder die Waldfee. Oh, ich krieg eine Krise. Oh, ich krieg eine Krise, Alter. Da darfst du immer nur ganz, ganz kurz raus. Also, wirklich nur ganz, ganz kurz antippen. Weil dann so ansonsten sofort die gesamte Vegetation kaputt machst. Wobei, ich würde sowieso gleich alles weg sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, komm. In dem Bereich wird sowieso gleich alles weg sein, von daher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Hier. Mach ich mal kurz ein Loch rein, um es zu markieren. Ach, deswegen verschwinden die mit einmal, weil die auf dem Wasser normalerweise gar nichts in dem Sinne zu suchen haben. Und dementsprechend, ja, sobald der Map-Gender aktiv wird, dann Fall auch verschwinden. Was? Nein. Vom Map-Gender dort platziert werden, sobald man aber selber da was macht, die dann sofort verschwinden. Wegen Wallbaum. Passt das schon? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, sollte passen. Gut, dann kommt da jetzt wieder das Stück dorthin.
Und dann der Riesen-Sapling drauf und dann wird gedüngert, bis der Dünger leer ist. Na dann. Digga. What? Ich hab grad mein... Ernsthaft jetzt? Ey, fick dich, komm. Boah. Mein gesamten Stack Dünger verschwendet und dann aber auch noch abgebaut danach. Ey, das ist ja hier nicht mehr normal. Ja, verreck doch. Arschloch. Scheiß Baum. Werde ich verfluchen. Jetzt wirst du nie wieder wachsen. Oh, Alter, ist das hässlich. Warum wächst dieser Hurensohn nicht? Was ist los mit dem? Fick dich. Boah, Alter, jetzt riecht das ja... Oh. Scheiß Baum. Fuck you. Ah. Okay. Was jetzt? Jetzt machen wir erstmal unsere Keramik endlich mal. Alter, das wird aber richtig scheiße. Fuck. Oh, Alter, ich bin gerade sowas von 85. Hat der echt voll viel gebracht, wow. Was hat ich schon wieder? Da. Wir hätten zuerst die Blätter rausnehmen sollen. Ist auch egal. Mir ist gerade alles egal. Das ist gerade scheiße. So. Das sind wir mal ein paar Tannen, ein paar Kiefernbäume, die können... Wo ist der Fick? Ficken! Da! Gott! Alter Schwede! Was suche ich jetzt gerade? Achso! Oh Mann, ich brauche Urlaub. Ich brauche echt hart Urlaub. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch. Oh, Alter, du kommst noch da. Du kommst noch da. Du auch. Ihr auch. Ach, ich hab noch andere Pilze. Was? Silberklumpen. Ein Silberklumpen. Ist ja nett. Ja, unsere Tour da unten hat sich echt gelohnt. Bin ich mal gespannt, ob der Baum da irgendwann mal wächst. Drecksbaum, Alter. Was für ein Müll einfach. Oh, einer ist hier nur gleich fertig. Jetzt haben wir unsere gesamten Saplings, unser gesamtes Dünger verbraucht. Ich meine, klar, die sind zwar relativ preiswert, aber so preiswert auch wieder nicht. Okay, besser, du fängst also direkt auf dem Ort selber.
Na gut. Dann kann ich die anderen Dinger ja quasi auch noch hinpflanzen. Easy. So. Was tue ich da? Okay. So, sehr schön. Hektisch. So, das heißt, wir haben eine Menge Samen und alles und überhaupt und das kommt alles da rein. Nein, das war gerade egal. Ja, das war aber eine schöne Verschwendung. Okay. Nichtsdestotrotz, haben wir noch Kiefernblätter? Nee, ne? So, dann nehmen wir mal dich hier raus und packen dich jetzt hier mit rein. Kommst du dafür raus? Dafür kommst hier rein. Und dann machen wir mal endlich mal ein bisschen Marmor. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht direkt alles für Marmor mache. Ich glaube mal lieber nicht. Weil ich weiß nicht, ob wir das Teer und so noch separat gebrauchen könnten und was suche ich gerade? Oh, das dritte Rezept. Ins Raster. Alles. So, das heißt, wir nehmen erstmal. Ja, komm, zwei Stacks und das reicht dann. Easy. Rest können wir wieder zurück. Lassen wir erstmal. Gut, dann haben wir zwei ganze Stacks von Marmor. Das sollte soweit eigentlich erstmal passen. Gut. Genau. Wie viele Dinger haben wir jetzt eigentlich noch? Wow. Ja, wir haben natürlich den vollen Stack verwendet. Alter, ey, das ist so abartig. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja. So, Dünger. Scheiße. Mir fällt doch gar nicht ein, wie Dünger auf Englisch heißt. Ach ja, ist ja Bone Meal, ne? Da. Die Bone Meal Mod. Da. Ja, siehst du, haben wir vielleicht einen ganzen Baumstamm. Das heißt, wir haben gerade 99 Baumstämme verbraucht. Ach ne, 25. 20 Baumstämme. Na ja, gut, dann geht das ja fast. Dann geht das ja fast. Es ist trotzdem scheiße. Es ist und bleibt einfach kacke. Richtig dreckkacke. Wovon aber am meisten Holz? Von gar nichts? Ne? Wir haben so wenig Holz nur. Na gut, hiervon aber am meisten. Blätter. Dann nehme ich einfach mal hier ein paar Blätter. Ne? Da. Ist sowieso viel zu viel. So, nehme ich mal. So. Und. Wieder rein.
Wie viel Luft ist hier noch? Na, ein bisschen Luft ist noch. So. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Marmor. Mit dem Marmor können wir jetzt anfangen, die ersten Sachen zu machen, die im Haus gemacht werden sollen. Zum Beispiel halt eine Küche, da brauchen wir wir brauchen Eisen, wir brauchen ganz viel Eisen, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen definitiv eine richtige Tour machen, Eisen suchen. So geht das ja nicht weiter. Denn, wie man sieht, gerade bei Home Decor braucht man nahezu für alles Eisen. Ist da quasi ein Grundnahrungsmittel, wenn man das so sagen kann. Noch ein paar Talerlein. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir die Funktion nicht haben. Ich bin ein wenig überfragt. Tja, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich selber mal eine Mine nach unten bauen. Das ist wahrscheinlich die effizienteste Variante. Dafür möchte ich aber nicht so eine Treppe da unten bauen. Das ist mir einfach, ne, ist einfach zu zeitraubend. Sowas fange ich im Let's Play am besten nicht nochmal an. Hat man ja gesehen, wie weit wir damit kommen. Das heißt, wir bauen uns per Leitern gerade nach unten. Machen wir uns einen kleinen Schacht, so 2x1 oder vielleicht auch 2x2, je nachdem, mal gucken. Danke. 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 Perfekt. So. Das heißt, ihr könnt eigentlich wieder rein. Du auch. Ja, wird passen. So, dann machen wir das irgendwo. Siehst du, wir machen so einen richtigen Abstieg. So wie es sein muss. Mit Cobblestone. Was machen wir denn hier gerade? Cobblestone, da. Kann ich bewucherten Cobblestone machen? Ja. Mit Tropengras. Ernsthaft jetzt? Tropengras? Ausgerechnet Tropengras? Ich. Was ich gerade sagen wollte, ist weder jugendfrei noch sinnvoll. Von daher lass ich einfach mal. Scheiße, Land, das ist Tropengras. Tropengras, ich brauche Tropengras. Kann sein, dass ich Tropengras immer gleich zerstört habe, weil ich dachte, ich brauch's nie für irgendwas. Wisst ihr was? Ich mach's Klassik. So, jetzt müsste das ganze Zeug ja eigentlich grün werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, einer war zu viel. Ich brauche mal 8. Nein, ich brauche 16. Wie geht's denn hin hier? Arschloch. 1, 2, 3, 4. Ja, egal, passt. So. Und zwar macht er nämlich hier an der Stelle einen schönen Brunnen, also nicht einen Brunnen, sondern einen Abgang nach unten hin. Das ist dann einmal so, 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 1, 2, 3, 4. So. Hier außen kommt so ein Ring hin. Dafür nehme ich dieses Cobblestone mit dem grünen Zeug. Das möchte ich nämlich ein bisschen grüner haben. Ach, da ist eine Schippe.
Eigentlich, wenn ich sowieso schon hier unten bin, kann ich eigentlich noch mal ein bisschen Sand klauen hier. Aber ganz ehrlich, Erde ist das, was wir immer am meisten brauchen. Lass ich diese Eingang hier unten gleich. Das heißt, wir brauchen Cobblestone. Da. Achso, wir haben so viel. Eigentlich brauchen wir nur da. Hier unten lass ich es erst. Ah, hier willst du noch natürlich sofort grün. Leck mich doch. So. Genau, hier lasse ich direkt mal offen. Weil hier würde ich jetzt so einen kleinen Eingang machen, damit ich dann direkt reinkomme. Das war dumm. Ach komm, mach ich einfach wieder alles zu. Easy. So. Du musst leider wieder weg, weil da soll nämlich nichts Grünes hin. Das Grüne soll eigentlich erst da oben irgendwo hin. Muss ich nur gucken, dass das dahinter nicht grün wird, muss ich hier so machen. Sonst wird das mich hier auch wieder grün irgendwann. Und das soll ja wie gesagt nicht so sein. Ich weiß mal einfach da hinten dicht. So, dann geht das Wasser sowieso weg. Dann brauche ich jetzt hier noch eine Steinreihe. Schwuppsawupps. Bumm. Und dann kommt hier oben drauf die Steinreihe mit dem Moos. Denn ohne Moos ist nichts los. Wow. So, mal gucken, ob es schon grün geworden ist. Wahrscheinlich nicht. Warum auch? Wow. Einer ist grün geworden. Ein fucking einziger. Okay, Tropengras, ich komme. Ja, mal wieder ein paar Äpfel mitnehmen. Ich merke gerade, dass mir gerade ein bisschen die Nahrung ausgeht. Von daher. Hallo? Wow. Da war der Zimmer wohl gerade ein bisschen Tiefschlaf. So, Dschungelbäume sehe ich hier, aber ich sehe kein Tropengras. Ich glaube, das Spiel möchte mich ficken. Ach, lass mal hier durch hier. So, ist das hier hinten Tropen? Ist hier hinten Tropengras? Bitte lass Tropengras sein. Das sieht nur aus wie Tropen. Ne, hier ist das Tropen. Da ist das Tropengras. Jawohl. Eins. Wie viel brauchen wir? 8 Stück, ne? 16 Stück. 3, 4, 5, 6, 7. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit hier. Ups, das war eine Ranke. La 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 doink. Tropenrass ist auch das, woraus man das Reis bekommt. Von daher hatte ich da auch schon mal gesucht gehabt, nur eben. Da wusste ich noch nicht, dass wir das so später noch mal gebrauchen könnten. So, reicht jetzt aber auch.
hab schon 26, das ist viel zu viel. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Siedlung. Zu unserem Häuschen. Schon mich wieder ausgehungert? Ist doch gar nicht, Alter. Hey! Überhaupt nicht weit das Essen reicht immer. Zum Glück haben wir eine Apfelplantage. Okay, wir sind voll. Naja, gerade sprinten verbraucht halt extrem viel Energie. So, dann haben wir also. Naja, zwei mindestens haben wir schon. Vielleicht ist jetzt sogar noch ein bisschen mehr übermoost mittlerweile. Die restlichen machen wir einfach mit dem Tropengras. Sehr schön. Oh, man kann ja auch Äpfel auch essen, wenn man satt ist. Ich dachte, das ging dann immer nicht mehr. Na egal. So, Rest noch von nächster Folge. In dem Sinne, schau mit vor.